erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem für mich irgendwo ein Gottesdienst über sein Leben zu sprechen. Die Bibel besteht zu 70% aus Lebensgeschichten und da steht 900 Mal circa das Wort Herz drin. So werde ich einen Teil meiner Geschichte erzählen. Manchen ist vielleicht meine Geschichte bekannt, aber für mich, wenn ich sie erzähle, ist es jedes Mal neu, jedes Mal. Und manchmal in gewissen Phasen, in gewissen Momenten berührt es mich selber und sollte der Tag kommen, wenn es mich selber nicht mehr berührt, werde ich keinen einzigen Vortrag mehr halten. Ja? Also dann würde ich es nur noch runterleiern. Ansonsten, ich habe kein klassisches Bücherregal hinter mir. Ich habe vor kurzem gehört, dass es sich sehr gut macht, wenn man Bücher im Hintergrund hat. Damit will man den Leuten signalisieren, dass man gebildet ist, weltoffen, ja, dass man was drauf hat. Und das würde in meiner, würde gar nicht zu mir passen, ja. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich mal spaßhalber so ein Poster hinten runter mache mit lauter Büchern, ja. Also, damit kann ich leider nicht dienen. Ansonsten, ich lese nur Bücher, die so dünn sind und da müssen noch jede Menge Bilder drin sein, ja. Manche Männer lesen nicht gerne und wenn, dann müssen viele, viele Bilder drin sein. Ja, mir geht es heute darum, das Richtige zu sagen. Ja. Und das Richtige zu sagen bedeutet nicht immer, dass es den Menschen eine Freude macht. Ja. Ich muss mich da erinnern an Hans-Peter Reuer, hat mal in seinem Vortrag erwähnt, dass ein Vater, der im Kriegseinsatz war, seinem Sohn einen Brief geschrieben hat. Und in dem Brief stand drin, lieber Sohn, die Mama hat mir erzählt, dass du jeden Abend für mich betest, ja, und dass an erster Stelle immer in deinem Gebet du Gott darum bittest, dass er mich beschützt. Das ist lieb von dir, schreibt der Vater, aber es ist nicht das Wichtigste. Bitte Gott darum, dass dein Papa das Richtige macht. Es ist viel wichtiger, das Richtige zu tun, als behütet zu sein. Und das Richtige zu tun bedeutet auch, dass wir vielleicht mal im Leben alleine dastehen, dass Menschen gegen uns sind. Ja? Und ich werde das so sagen, wie es in meinem Herzen drin ist, auch mit allen Schwächen, mit allen Peinlichkeiten, allen meinen Niederlagen, weil ich denke, dass diese viel kostbarer sind als sämtliche Erfolge und Siege, die wir errungen haben. Ja? Niederlagen sind viel, viel wertvoller aus meiner Sicht. Dann möchte ich auch noch ein Wort zu Sie kommen nicht drum herum zu Corona richten. Ich war ja in vielen Gemeinden auch unterwegs, letztes Jahr noch trotzdem, und habe immer wieder auch erleben dürfen oder müssen, ja, dass Menschen sich scheiden, ja, trennen, dass sie streiten, dass Gemeinden zerbrechen, dass Freundschaften zerbrechen, weil der eine für Verordnung, gegen Verordnung oder was weiß ich, was alles, man findet ja immer etwas. Aber dazu möchte ich euch ganz kurz etwas sagen. Ja? Wenn das ist jetzt nur ein ganz normaler Kugelschreiber. Wäre das jetzt ein Bleistift, ja? Dann könnte ich den ganz einfach zerbrechen. Ja? Wenn ich aber von diesen Bleistiften 10 oder 15 Stück nehme, dann wird nicht mal der stärkste Mensch auf der ganzen Welt diese Bleistifte zerbrechen können. Das heißt, wenn wir allein und einsam sind, sind wir auch leichter zerbrechlich. Ja? Und deshalb, ich wünsche mir von uns allen, das ist so ein Herzenswunsch von mir, dass wir unsere Mitmenschen nicht lieben für das, was sie tun und was sie nicht tun, sondern dass wir sie einfach lieben. Ja? Ich liebe dich. Und Liebe, aus meiner Sicht, ist eine Entscheidung. Ja? Wenn ein Baby geboren wird, es hat in den ersten Tagen und Wochen noch nichts geleistet, gar nichts. Und wir schauen in dieses Bettchen rein und sind fasziniert von diesem kleinen Wesen. Und was macht ein Baby in den ersten Tagen und ersten Wochen? Es hat noch nicht den Geschirrspüler ausgeräumt, noch keinen Fahrradpass gemacht, noch keine Schulnote nach Hause gebracht, nichts. Es hat nichts geleistet. Aber es wird geliebt. Es wird geliebt. Es schreit, es weint. Es trinkt, es pupst, es macht in die Windeln und vor all das wird es geliebt. Und irgendwann geht's los, manchmal hört man so die Mütter, hebt dein Kind schon das Köpfchen, kann schon sitzen, dreht es sich schon auf den Bauch und es geht los mit Vergleichen und Vergleichen und das Ganze bleibt bis zum Schluss. Und deshalb, wenn ich zum Beispiel in Gefängnisse reingehe, interessiert es mich nicht, was die Leute getan haben oder nicht getan.
ich liebe dich. Es ist mir wurscht, was du für eine Ansicht hast über Corona, über Verordnung. Es ist nicht wichtig. Gott liebt dich. Dich liebt er. Und ich war 13 Jahre alt. Ich möchte einen kleinen Sprung machen, weil mir einfach das jetzt wichtig ist, als ich das Sterben meiner Oma begleitete. Ja, war 13,5 Jahre. Und meine Oma, die lag circa 6 Wochen im Sterben. Und so einen Tag, bevor sie starb, war ich ganz alleine bei ihr im Kreiskrankenhaus Bopfingen. Erste Etage hinten links. Früher hat man die Leute, wenn sie gestorben sind, da hat man sie irgendwo in so ein kleines Zimmer rein, ja, so für sich. Und ich war dann ganz alleine mit mir. Und meine Oma sagt mir auf Schwäbisch, das kann ich jetzt nicht sagen, weil sonst würde ich das nicht verstehen. Sie zeigt an die Wand und ihr Gesicht, sie ist richtig aufgewühlt quasi und ein Strahlen kam über ihr Gesicht und sie hat mir gesagt, siehst du ihn, wie wunderschön er ist? Und ich schaue zur Wand und sage, Oma, da ist niemand. Und meine Oma sagt, ja, guck halt genau noch. Ich übersetze, schau halt mal genau hin. Ja. Siehst du ihn nicht, siehst du ihn nicht. Jesus, wie schön er ist. Und ich kann euch sagen, ich habe ihn gesehen. In ihrem Leuchten. In ihrem Gesicht. Dann habe ich zu meiner Oma gesagt, Oma, jetzt sehe ich ihn auch. In der Bibel steht drin, die auf Gott schauen, werden leuchten wie die Sonne. Der Stephanus hat den Himmel offen gesehen, der erste Märtyrer, und er hat geleuchtet. Wisst ihr, was ich mir von euch und für mich wünsche? Dass Menschen, die uns begegnen, unser Leuchten sehen. Das würde ich mir wünschen. Ja, die auf Gott schauen, werden leuchten wie die Sonne. Und weil es mich sehr bewegt, ich war jetzt über 20 Mal mit Sterbenden zusammen, circa. Und wenn ein Baby geboren wird, sind Menschen, 2, 3, 4 Stück, um dieses kleine Wesen herum, wenn sie das Licht der Welt erblickt. Und so soll es auch sein, wenn Menschen wieder gehen. Menschen dürfen nicht alleine gehen. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Ja. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Und ich habe vor ein paar Wochen, und das ist dann mein letztes Wort zu Corona, gleich eine Bitte an euch, wenn ihr mit irgendwas nicht zufrieden seid, dass ich rede mit euch, wie wenn ich in den Knast reingehe. Das ist mir egal, ich mache da keinen Unterschied. Bitte schreibt mir keine E-Mails. Ich werde bombardiert mit E-Mails von Leuten, die sagen, mein Kind nässt ein, mein Kind hat Suizidgedanken, momentan liegt ein Freund von mir in einem Überlebenskampf, der ist vor einer Woche von der Leiter gefallen. Also ich werde erschlagen mit traurigen Nachrichten und ich bin kein Freund von Diskussionen im Internet, per E-Mail, per Facebook über Theologie, das ist nicht meins. Ich bin viel lieber mit den Leuten zusammen, nehme sie gerne in den Arm. Wer von mir in den Arm genommen werden möchte, der werde ich nie weggehen, nie, nie. Das habe ich viel zu lange in meinem Leben gemacht. Und in dieser Reportage, die ich vor ein paar Wochen sehe, war folgende Situation. Ein alter Mann mit Corona infiziert, liegt im Sterben. Man hat, ich weiß nicht, die Leute werden dann immer gepixelt. Ja? Ich finde das trotzdem nicht in Ordnung, das ist meine Meinung. Weil wenn heute ein schwerer Unfall irgendwo ist, dann kommt die Feuerwehr und hält einen Vorhang davor, damit keiner etwas sieht. Das hat was mit Würde zu tun. Ja. Aber die Leute werden gepixelt, man sieht Teile von ihrem Körper und man sieht ihren Überlebenskampf. Und dann hat der Reporter gesagt, dieser Mann ist jetzt im Sterben, ja, aber seine Kinder dürfen nicht rein, sie dürfen nicht in dieses Krankenhaus. Wisst ihr, was ich mir später gedacht habe? Das Kamerateam durfte rein. Das Kamerateam durfte rein, ehrlich? Wahnsinnig. Ich frage mich, hat der Arzt es dem Patienten erklärt? Sie, Herr Mayer, die Kinder dürfen nicht mehr rein. Aber Pro7 und RTL2 dürfen rein, ehrlich? Und das tut mir weh. Und seht ihr, für mich ist es das Richtige, das auszusprechen. Gibt es natürlich 2, 3 Leute, die sagen, no, das ist falsch, was du, Michael Stase, ist völlig in Ordnung. Aber
finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht gucken, dass wir immer behütet sind und dass die Leute immer klatschen, wenn wir etwas sagen, sondern dass wir das Richtige tun. Und es ist nicht richtig, dass ein Kamerateam auf eine Intensivstation darf und die Kinder nicht. Da kann mir einer erzählen, was er will. Ja, das ist mein Herz. Ich werde heute, Herzenskämpfer haben die Leute mich beschrieben, so hat der Brunnenverlag mein Buch genannt, Kein Herz aus Stahl. Außenseiter, Bodyguard, Herzenskämpfer. Ich werde über mein Herz sprechen. Ja. Und mein Papa, um den es ja hauptsächlich auch in meinen Vorträgen geht, der ist am 11. Juli 2010 gestorben und er hat mir 4 Wochen vor seinem Tod die Genehmigung gegeben, unsere Geschichte zu erzählen. Denn seht, es war so, dass wir standen immer im Mittelpunkt. Ja. Mein Vater war, ich muss noch ein bisschen weiter ausholen, ich komme, also das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, heißt Schlossberg. Ja. Und Schlossberg wurde vor 300 Jahren gegründet und zwar mit Menschen, die keiner haben wollte. Ich komme von einem, meine Vorfahren nannte man Jenische, wird wahrscheinlich kein Menschen etwas sagen. Das waren Söldner, Schausteller, Musikanten, die keiner mehr haben wollte, so ein zusammengepferchter Haufen. Ja. Man nannte uns auch die weißen Zigeuner. Ja. Und dieses fahrende Volk hat man auf diesem Hügel angesammelt und vor 100 Jahren hat mal einer so ein Buch über das Dorf geschrieben, das ärmste Dorf Württembergs. Ich komme aus dem ärmsten Dorf Württembergs, das auch zugleich das verachtetste Dorf in Württemberg war. Und jetzt kommt der Oberhammer. In diesem ärmsten und verachtetsten Dorf war mein Vater einer der ärmsten und verachtetsten. Also vor euch sitzt der absolute Super-GAU an Armut und Verachtung Württembergs. Live bei euch jetzt im Wohnzimmer. Ja, und ich bin aufgewachsen in einem Haus, ja, die Dachplatten sind eingefallen. Es war Schimmel, wohin man schaute fast. Wir hatten kein Badezimmer. Meine Mutter, die heute ihren 70. Geburtstag feiert, die musste unsere Wäsche noch in einem großen Topf per Hand kochen, ja. Und so mit so einem Reibdingens da, mit so einem Reibeisen, ja, waschen. Und wir hatten auch kein Badezimmer. Das heißt, wir haben uns in einer Schüssel im Hausgang gewaschen und wir haben zu fünft in einem Raum geschlafen. Und viel schlimmer als diese Armut war die Armut an Liebe. Ich habe sehr oft Sätze gehört, aus dir wird nichts, du bist nichts und du kannst nichts. Und diese Sätze, ich werde jetzt dieses Jahr 51, die nagen heute noch an mir. Jetzt könnte man sagen, ja, du hast ja Jesus lieb. Ja, ja, das bedeutet aber nicht, dass mein Leben komplett in Ordnung ist. Ja. Das bedeutet nicht, dass ich keine Baustellen mehr habe. Das bedeutet nicht, dass ich noch Ängste habe, ja, und Zweifel. Und manchmal denke ich sogar von mir, das passiert mir alle paar Wochen, alle paar Monate mal. Also ich meine, ich habe öfters mal so Mitleidsphasen. Die finde ich manchmal ganz cool, ja, so einen Abend so Mitleid versinken, ja, über sein Leben und so. Was für eine arme Sau, dass man doch ist. Das ist richtig schön und das hat was, ja. Hat mir aber einer mal erzählt, das wäre auch nicht biblisch, ja, aber viele Dinge in meinem Leben sind nicht biblisch, ja. Aber wenn natürlich diese Mitleidsphase über Tage und Wochen geht, dann ist es bedenklich, ja. Aber so ein Abendmahl, so mal mit Mitleid, das hat was, ja. Und wenn das aber mehr wird, ja, und ich da nicht mehr rauskomme, ja, dann muss ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wenn ich so Phasen habe, denke ich, ich wäre der größte Versager, den es auf der Welt gibt. Ich zweifle an allem, was ich tue, was ich mache, wer ich bin. Das ist schlimm. Und dann, was mir immer wieder hilft, ist das, was Jesaja sagt: Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, du bist erlöst und du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich lieb habe. Du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich lieb habe. Also ist eigentlich gar nicht wichtig, was du tust und was du nicht tust. Ja? Frag dann mal Leute, der Hans-Peter Reuer hat das auch mal gemacht in einem Vortrag, der hat die Leute gefragt, wer bist du? Und hat einer gesagt, ich bin Hotelbesitzer. Dann hat er gesagt, ja, wenn du 2 schlechte Saison hast, ja, bist du dann? Ja, dann hat er gesagt, da bin ich bankrotter Hotelbesitzer.
Mir hat mal eine Versicherung von einer großen deutschen Versicherung nach meinem Vortrag mal einer gefragt, sagte, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Wer bin ich denn überhaupt? Weil als ich ihn fragte, wer bist du, hat er gesagt, ich bin der Andreas. Sag ich, das ist dein Name. Sag ich, wer bist du? Er sagt, ich bin Deutscher. Sag ich, das ist das Land, wo du herkommst. Wer bist du? Und dann kam er nach einer Stunde zu mir her und hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Wer bist du denn überhaupt? Und wenn wir unsere Identität davon abhängig machen, was auf unserer Visitenkarte steht, was für einen Beruf das wir haben, dann haben wir ein ganz großes Problem, wenn wir in Rente gehen, wenn wir diesen Beruf nicht mehr ausüben können, dann haben wir ein ganz großes Problem. Ja. Du bist kostbar und wertvoll, weil Gott dich lieb hat. Und ich glaube, dass jedes Kind diese zwei Sätze hören muss. Ich habe dich lieb, ich bin stolz auf dich. Und ich merke, und ganz ehrlich, seid mal bitte nicht böse, wir Christen sind kein Haar besser. Kein Haar besser. Ja. Wir sind besser dran. Ja. Aber uns fällt es genauso schwer, Liebe auszusprechen. Wie oft war ich schon in Gemeinden drin und habe den Leuten gesagt, kannst du Liebe aussprechen? Ich werde nie vergessen, ich war in der Schweiz mal in einem Gottesdienst drin, da kommt eine 76-jährige Frau unter Tränen zu mir her und hat gesagt, jetzt gehe ich zu meinem Bruder. Der ist über 80. Ich habe dem noch nie in meinem Leben gesagt, dass ich ihn liebe. Noch nie, noch nie. Gestern hat mir bei einem Zoom-Vortrag eine 44-jährige Frau gesagt, gestern habe ich meinen Eltern zum ersten Mal Liebe nach diesem Vortrag ausgesprochen. Habt ihr es noch nie gemacht? Noch nie? Das ist Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Liebe ist eine Entscheidung. Habt ihr noch Geschwister? Wann hast du ihnen zum letzten Mal gesagt, wie lieb du sie hast? Wisst ihr eigentlich, dass eure Kinder ein Leben lang warten, ein Leben lang darauf warten, von euch zu hören, wie lieb ihr sie habt und wie stolz ihr auf sie seid? Ein Leben lang. Und ich frage mich immer, warum fällt uns das so schwer? Warum sind unsere Herzen so hart? Ich frage mich manchmal, wenn wir Christen an den Gott der Liebe glauben und uns fällt es schwer, Liebe auszusprechen, ist ungefähr so, wenn der Bademeister sagt, er hat eine Wasserallergie, ja? Das passt, irgendwie passt es nicht zusammen. Ich habe viele Menschen in meinem Leben verloren und vor 2 Wochen ist hier ein Bekannter von mir gestorben mit 47. Den habe ich am Donnerstagmorgen noch in der Stadt gegrüßt und abends hat er einen Herzinfarkt und stirbt. Und das wisst ihr selber, je älter das man wird, desto mehr geht man auf Beerdigungen. Und auf Beerdigungen, da habe ich etwas gelernt. Also erstmal auf Beerdigung wird ja gelobt, ist ja unfassbar. Manchmal habe ich das Gefühl, da wird gelogen wie kaum an einem anderen Ort. Du. Also was da für Sprüche gerissen werden. Heute verlieren wir einen wertgeschätzten Kollegen. Wir werden ihm ein ewiges Andenken erhalten. Nie wird seine Lücke zu schließen sein. Und ich frage mich immer, hat er das letzte Woche auch gehört? Hat der Chef, der Geschäftsführer, der Abteilungsleiter, der Arbeitskollege ihm auch gesagt, Mensch Franz, wenn du nicht mehr da bist, du hinterlässt ja eine Lücke. Du wirst ja uns fehlen, du bist ja unersetzlich. Wisst ihr, was viel kostbarer wäre? Die Trauerreden zu Lebzeiten zu halten. Es war jetzt eigentlich nicht geplant, für mich, eigentlich habe ich nie was geplant in meinen Vorträgen. Ich habe es 2 Jahre her, da ging ich auf einen Vortrag, ich wurde von 3, 4 Leuten begleitet, auch von einer Lehrerin. Ich darf diese Geschichte erzählen, die Lehrerin ist circa 60 Jahre. Und ich habe sie gefragt, weil ich wusste, sie hat Streit mit ihrer Chefin. Ging schon Jahre. Sie ist auch Christin. Und dann habe ich sie gefragt, sage ich, du, ich nenne sie jetzt Heidi, sage ich, Heidi, wie läuft's bei dir in der Schule? Oh, passt schon, heißt übersetzt, die Übersetzung lasse ich jetzt mal, ja. Könnt ihr euch selber raussuchen. Da habe ich gesagt, also gar nicht gut. Und da habe ich zu ihr gesagt, sage ich, Heidi, mach mal ein kleines Gedankenkino mit mir mit. Es war Sonntag, wir waren am Sonntag auf dem Vortrag unterwegs und ich habe sie gefragt, angenommen, du kommst am Montag in die Schule, alle stehen bestürzt im Schulhaus und du erfährst, dass deine Chefin gestorben ist. Was würde das mit dir machen? Da hat sie zu mir gesagt, das wäre schlimm. Das wäre wirklich schlimm. Sag, warum? Ja, sagt sie, wir haben auch gute Zeiten gehabt. Aber irgendwo war da was, wir wissen gar nicht ganz genau, und seitdem haben wir nur noch gegenseitig uns gefetzt.
sage ich jetzt, stellen wir uns mal vor, das Lehrerkollegium würde dich beauftragen, die Trauerrede zu halten. Was würdest du sagen? Tränen laufen hier am Auge herunter. Und dann hat sie gesagt, Micha, du stellst mir Fragen. Da sage ich, wie würde die Trauerrede aussehen? Sie würde sagen, dass sie eine tolle Chefin war, dass sie viel von ihr gelernt hat und dass sie so gerne noch eine gute Zeit mit ihr gehabt hätte und dass sie vermisst und dass sie persönlich bereut, was war. Sag ich, ehrlich? Ja, das würde ich sagen. Dann habe ich gesagt, Heidi, tu mir doch einen Gefallen. Geh morgen ins Büro deiner Chefin und halte dort die Trauerrede. Sagt, was soll ich machen? Sag ich, geh morgen ins Büro deiner Chefin und halte dort die Trauerrede. Am Montag darauf, also am nächsten Tag, hat sie mir um 9.30 Uhr eine sehr lange Nachricht geschrieben. Gerade eben kam ich aus dem Büro meiner Chefin. Ich war bei ihr. Und sie hat Folgendes zu ihr gesagt, guten Morgen, nennen Sie auch Frau Meier, guten Morgen, Frau Meier, die waren ein paar du, gell? Nennen wir sie Lisa, guten Morgen, Lisa. Und dann sagt sie, Lisa, ich möchte dir mal was sagen, was immer auch der Grund unseres Streites war, ich bitte dich um Verzeihung für mein Verhalten. Weißt du eigentlich, welche gute Zeit wir schon zusammen hatten und wie sehr ich dich schätze und was ich alles Gutes von dir gelernt habe? Und dafür will ich dir danken. Du bist eine tolle Chefin. Die Rektorin, derer laufen Tränen herunter. Und das Erste, was sie sagt, die Woche beginnt mit einem Wunder. Beide überwinden die Kluft, den Schreibtisch und nehmen sich in den Arm und sagen zueinander, heute fangen wir neu an. Wie ist es bei dir, bei euch? Habt ihr Streit mit dem Nachbarn? Wartet ihr, bis er kommt? Jesus sagt, nicht wer die größere Bibel hat, daran wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Nicht wer die coolsten und die schlauesten Sprüche hört an irgendwelche akademischen Grade. Wenn ihr einander liebt, wie ich euch liebe, an dieser Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Und ich weiß gar nicht, ob ihr Jesus lieb habt, aber der Gott, an den ich glaube, der hat sich klein gemacht, weil er der Größte ist. Er ist nackig, im Dreck geboren, außerhalb von Bethlehem, nicht innerhalb, außerhalb. Und er ist außerhalb, nackt von Jerusalem gestorben. Den hat man nie haben wollen, immer außerhalb. Und dieser Jesus hat Füße gewaschen, obwohl er wusste, sie laufen alle weg. Und dieser Jesus hat dem Petrus Frühstück gemacht und nach Liebe gefragt. Das berührt mich, das begeistert mich. So viel Größe, so unfassbar. Das Licht der Welt stirbt in Dunkelheit. Das Wasser des Lebens ruft mich dürstet. Der Odem des Lebens erstickt qualvoll an einem Kreuz. Er gibt seine Würde, damit wir unsere Würde finden. Er gibt sein Leben, damit wir leben. Und was machen wir manchmal für ein Aufsehen um unsere 70, 80, 90 Jahre? Warum sind wir so geizig, Liebe zu schenken? Und weil ich gerade auch ein paar Männer sehe, wie schwer fällt es uns, voreinander zu weinen. Mir hat ein sterbender Mann, Thomas heißt er, Alkoholiker, mal gesagt, unter Tränen, ein Mann ist erst dann ein Mann, wenn er sich seiner Tränen und seiner Gebete nicht mehr schämt. Und ich bitte euch, ganz besonders ihr Männer, versteckt niemals eure Tränen vor euren Kindern und Enkelkindern, sonst werden sie ihre Tränen auch verstecken. Erzählt viel mehr von euren Niederlagen, damit sie wissen, wie sie mit Niederlagen umgehen. Eure Erfolge interessieren keinen Menschen auf dem Planeten. Und was alles auf eurer Visitenkarte draufsteht, da haust du nur die Menschen von dir weg. Öffne dein Herz mit all seinen Niederlagen und Zerbrechlichkeiten und Verlusten. Damit kommst du den Menschen auf Augenhöhe. Ein Gott, der uns auf Augenhöhe kommt, nackt für uns stirbt und Füße wäscht, macht es uns vor.
Und deshalb ist er für mich der Größte, der absolut Größte. Ja, Lieben, und diesen Gott, diesen Jesus, den habe ich so lieb. Der Gernot, der hat hinten, unser Moderator, ein Radio stehen. Und als ich dieses Radio sehe, da ist mein Herz berührt worden. So ein Radio hatten wir in unserem Wohnzimmer, in dieser kleinen Hütte in der Bergstraße 94. Und es waren dann nicht nur die Sätze, die mich gequält haben. Du bist nichts, du kannst nichts, du wirst nichts. Es waren auch Schläge, es waren Tritte, es waren, wisst ihr, was auch sehr weh tut? Wenn wir nie hören, dass wir geliebt sind. Wie viele Männer haben mir schon gesagt, wenn ich sie gefragt habe, hast du deinem Sohn schon gesagt, deiner Tochter, wie lieb du sie hast? Das wissen die! Ja, hast es schon gesagt? Ja, das zeige ich ihnen doch. Ja, hast es schon gesagt? Ja, ich habe es früher auch nicht gehört. Hast es schon gesagt? Nee. Die warten drauf. Die warten drauf. Ein Leben lang. Und wisst ihr, was wir machen auf Beerdigungen? Da hauen wir das nochmal raus. Auf Schleifen, was uns wichtig ist. Auf Schleifchen. Da schreiben wir drauf. In Dankbarkeit. Können wir das nicht heute sagen? Gestern hat mir ein Freund erzählt, er macht jeden Morgen Dankbarkeitstennis. Habe ihn nie gehört. Kennt ihr Dankbarkeitstennis? Da sitzen sich zwei gegenüber und bevor die anfangen mit dem Essen, sagt der eine, wofür er dankbar ist, und dann der andere, mach das mal eine Woche, was da passiert, hat er gesagt. Dankbarkeitstennis. Sprechen wir übrigens, 8% der Menschen haben einen Kühlschrank. Waren wir heute schon dankbar für den Kühlschrank? Wisst ihr, dass ich 14 Jahre alt war, als ich zum ersten Mal einen eigenen Stuhl hatte? Ich hatte kein Zimmer. Mit 14 Jahren habe ich einen ersten Holzstuhl gehabt. Dankbarkeit. Wisst ihr, was das Zweite ist, was auf Schleifen steht? Ruhe in Frieden. Also wenn ich den Quatsch immer lese, du, Ruhe in Frieden, da muss ich also sterben, damit ich meine Ruhe habe. Ehrlich, wirklich? Ich hoffe, dass wer in eurer Nähe ist, dass der seine Ruhe hat. Wer dich zum Chef oder zur Chefin hat, dass er nicht gequält wird, sondern dass er jeden Tag mit Wertschätzung, mit Liebe überhäuft wird. Das ist Stärke. Dass die Menschen nicht Angst haben vor dir. Dass wer dich zum Nachbar hat, hat er hoffentlich seine Ruhe. Wer dich in der Verwandtschaft hat, hat er hoffentlich seine Ruhe. Wer dich zum Arbeitskollegen hat, hat doch hoffentlich seine Ruhe. Da muss ich doch nicht sterben, da brauche ich doch dich und mich dafür. Und dann der Klassiker auf allen Schleifen, das will ich immer sehen, du. In Liebe. Die Schleifchen sind überfüllt auf dem Friedhof mit In Liebe. Und falls du dir auch schwer tust, dieses In Liebe, ich hab dich lieb, auszusprechen, dann wünsche ich dir von Herzen, dass du von einem 15-jährigen Mädchen aus der Schweiz lernst. Ihre Schwester ist mit 17 Jahren an Krebs gestorben, von der Diagnose bis zum Tod drei Wochen, Leute. Und die 15-jährige Schwester schrie unter Tränen auf dem Friedhof: Hätte ich gewusst, dass du sterben musst, jeden Tag hätte ich dir gesagt, wie sehr ich dich liebe. Jeden Tag. Und wisst ihr, was das Schöne ist? All die Liebe, all die Freude, die wir schenken, damit beschenken wir uns. Als meine Frau vor 11 Jahren und meine Tochter einen schweren Autounfall hatten und meine Frau um ihr Leben kämpft, ihre Freundin ist gestorben, da kamen Nachbarn, die haben für uns gekocht, gewaschen, gebügelt. Menschen aus der ganzen Stadt haben für uns gebetet, haben uns Gutes getan. Und ich habe mir irgendwann mal 300 Rosen geschnappt und bin mit meiner Tochter Jahre später durchs Dorf gelatscht und war im Seniorenheim. In der Kirche haben wir Rosen verteilt. Und wisst ihr, wer in Wahrheit wirklich beschenkt wurde? Das waren wir. Wir. Mit jeder Rose, die ich schenkte, übergab, habe ich mir 10-mal mehr eine Freude gemacht. Das heißt aber auch, wenn wir keine Liebe mehr aussprechen, wenn wir keine Freude mehr schenken, wenn wir sogar bewusst verletzen,
und lästern. Wisst ihr, wenn wir zuerst schaden? Uns selber. Uns selber. Wir sind diejenigen, die traurig und verbittert werden, wenn wir andere traurig und bitter machen. Es trifft uns noch viel schlimmer als den anderen. Ja, und da hilft natürlich dann manchmal unser Fernsehprogramm, das uns so einlullt über Stunden am Tag und 50.000 Mal aufs Handy schauen und Blödsinn und sonst irgendetwas. Da kann man dann ganz schnell in andere Welten flüchten. Aber es ist so schön, Liebe auszusprechen. Ich habe meine Mama, die heute ihren 70. Geburtstag hat, auf den Mund geküsst und habe gesagt, du bist die beste Mama auf der ganzen Welt, ich liebe dich. Ja, ich liebe sie ja, dann sage es doch auch. Und jetzt sitzen hier Leute vor dem Computer, das sind vielleicht 60, 70, 80 und da wartet irgendwo noch ein Bruder und Schwestern, vielleicht hat man Streit oder man kommt halbwegs miteinander aus und ihr habt ihnen noch nie gesagt, wie lieb ihr sie habt. Da rennt er seit 100 Jahren in Gottesdienst und preist Gott und lobt Gott. Alles gut. Sag doch mal deinen Geschwistern, wie lieb du sie hast. Da passiert was. Ruf doch deine Kinder heute an und sag, du, ich hab's noch nie gesagt. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Und ganz besonders ihr Männer. So müssen Männer sein. Aus diesem Holze. Mir hat es zwar keiner beigebracht, ja, jetzt muss ich nochmal auf Gernots Radio zurückkommen. Ich habe am 6. September Geburtstag, das könnt ihr euch gleich merken, und meine Adresse gebe ich euch nachher. Ich bin am 6. September 1970 geboren, um 15.58 Uhr. Und als ich so meinen 8. oder 9. Geburtstag hatte, ich hätte es fast gesagt, feiern gab es bei uns nicht, ja. Ich durfte ja nie jemand einladen. Mein Vater hat immer gesagt, wenn jemand kommen will, sag mir da beziehen. Wir haben immer tapeziert. Immer wurde bei uns tapeziert. Ja, und wenn man tapeziert hat, hat man übrigens immer drauf tapeziert. Immer, immer. Der Raum wurde immer kleiner, ja, mit den Jahren. So Schichttapeten. Wir haben niemals Besuch bekommen. Ich kann mich erinnern, dass der Gerichtsvollzieher da war ins Jugendamt. Aber sonst hat uns nie jemand besucht. Die haben nie Besuch bekommen, ja. Und an diesem 8. oder 9. Geburtstag, mein Vater hatte die Angewohnheit, der ging jeden Morgen in die Kneipe, in die Wirtschaft. Also man könnte sagen, mein Vater war Wirtschaftsprüfer, ja. Weil mein Vater hat wirklich jede Wirtschaft bei uns im Ort geprüft und für gut befunden, ja. Und sage ich manchmal, wenn Leute mich fragen, was war dein Vater vom Beruf? Wirtschaftsprüfer, ja. Ah, okay, ja, meiner auch, ja. Ehrlich, ehrlich. Mein Papa würde heute drüber lachen, gell. Mein Papa, der nach unserer Versöhnung hat sich sein ganzes Herz verändert. Und übrigens, wenn du Menschen ändern willst, ja, dann machst du ihn und dich auch kaputt, gell? Da geht er beide kaputt, ja. Wenn du ihn liebst. Nichts mehr von einem Menschen erwarten, nur noch lieben. Dann passieren Wunder. Denn Liebe liebt das Schöne in einem Menschen heraus. Liebe liebt das Schöne in einem Menschen heraus. Und ich stand morgens um 9.39 Uhr in unserer verschimmelten Bude drin. Und da kam mein Vater rein. Mein Vater hatte meistens immer Jogginghose an. Mein Vater war auch mal im Knast und nackter Oberkörper und so Tattoos, ja. Und dann habe ich mir gedacht, Geburtstage sind wie Weihnachten. An Geburtstagen und Weihnachten gehen die Leute vielleicht anders mit dir um. Und dann habe ich gewagt, meinem Papa zu sagen, du Papa, was kriege ich zum Geburtstag? Und dann hat er mir ins Gesicht gespuckt. Dann hat er mich gefragt, reicht es oder willst du noch mehr? Und dann habe ich gesagt, Papa, das reicht. Mein Vater hat dann den Raum verlassen, die Spucke meines Vaters lief hier runter, ich habe geweint. Und wir hatten genau so ein Radio wie der Gernot. Muss man den Gernot fragen, wo das Radio hört, weil uns das fehlt zurzeit. Ja? Es fehlt. Gernot, dann, ich hoffe, du kannst es belegen. Und draußen hat es geregnet. Und da kam ein Lied aus diesem Radio, ich werde es niemals vergessen, es werden nur die Älteren hier wissen. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Dieses Lied wurde für mich zum Synonym für Verachtung, für Demütigung, aber auch für die Nähe Gottes. Gott hat mir nie versprochen, dass mein Leben einfach wird. Er hat versprochen, ich bin für dich da. Jetzt muss ich noch ein paar von euch, wir Christen gucken ja mal gerne, was uns unterscheidet und warum wir die besseren Christen sind wie die anderen. Ja,
Muss ich noch ein bisschen schocken. Also ich bin ja ganz normal in der evangelischen Landeskirche groß geworden und also getauft, aber ich bin in der katholischen Kirche groß geworden, weil die 100 Meter von uns weg war. Und in dieser katholischen Kirche war der leidende Christus so 1,70 Meter groß mit Dornen und mit Tränen und Blut. Und da bin ich immer hingegangen und habe seine Hände gestreichelt. Und wenn die Leute mir wehgetan haben, dann bin ich zu Jesus runtergerannt, ja, und habe gesagt, Jesus, heute haben sie mir wehgetan. Und mir war, als würde er sagen, da kenne ich mich aus. Wir hatten auch so ein kleines Jesusbild bei uns im Schlafzimmer. Das waren meine Zufluchtspunkte, ja. Dieses kleine Bild bei uns in versifften Schlafzimmer oder dieser gegeißelte Christus. Ich wurde schon von einem Pulk von Kindern durchs Dorf gejagt. Und dann bin ich zu Jesus und habe gesagt, heute haben sie mich durchs Dorf gejagt. Und mir war, als würde ich sagen, ah, da kenne ich mich auch aus. Wenn er mich geschlagen und getreten hat, habe ich es ihm gesagt. Und mir war, als würde er sagen, da kenne ich mich aus. Und als ich bespuckt wurde in meinem Leben, da war mir, als würde er sagen, da kenne ich mich auch aus. Wenn Menschen manchmal zu mir sagen, es ist doch egal, an was man glaubt, ist doch alles dasselbe. Ehrlich? Wirklich? Ein Gott, der sich hat anspucken lassen, damit er dich versteht, wenn du angespuckt wirst, ehrlich? So ein Gott gibt es ein zweites Mal. Ein Gott, der Füße wäscht, mit Händen, wo er Planeten ihre Bahn gab, Sterne an den Himmel setzte, die zwischen den Zehen seiner Freunde grubeln. So ein Gott gibt es ein zweites Mal, ehrlich? Ich habe nie gehört. Jesaja schreibt über Jesus, er war der Allerverachtetste. Habt ihr gewusst, dass nie ein Mensch zuvor mehr verachtet wurde als dieser Jesus? Und deshalb sind wir uns so nahe, denn wenn man mich verachtet, brauche ich einen, der sich auskennt mit Verachtung. Und ich sehne mich nach Nähe. Im Übrigen, ich lese manchmal schlaue Bücher und nehme aber von diesen schlauen Büchern Zitate heraus. Und die bringe ich dann in meinen Vorträgen. Also ich bringe Zitate von schlauen Menschen in meinen Vorträgen und dann merke ich, manche Menschen denken, der Stahl ist schlau. Das bin ich gar nicht, ja. Aber ich habe an einem Buch von einer Traumatherapeutin mal gelesen, dass sie behauptet, dass wenn ein Mensch zur Welt kommt, dass er eine Frage hat. Jeder Mensch kommt mit einer Frage zur Welt. Und die Frage lautet, wo bist du? Jeder Mensch hat Sehnsucht nach dem Du gegenüber. Das heißt, wenn du an Sterne glaubst oder an nichts oder an ein höheres Wesen, erfüllt nicht deine Sehnsucht, beantwortet nicht deine tiefste Lebensfrage, wo bist du? Der Name Gottes Yahweh heißt ja nicht nur ich bin, der ich bin, sondern das habe ich von einem Professor der Sprachwissenschaften gelernt. Es bedeutet viel mehr. Ich bin für dich da. Gottes Name ist nicht nur die Antwort auf diese Frage, sondern die Stillung aller menschlichen Sehnsucht. Ich bin für dich da. Viele von euch werden Kinder und Enkelkinder haben. Ihr werdet eure Kinder nicht immer vor allem beschützen können und manche Dinge müssen sie auch durchleben, auch harte Zeiten, weil sie die einfach stark machen und ihr könnt auch nicht jedes Leid von ihnen abwenden, aber ihr könnt ihnen sagen, ich bin für dich da. So ist Gott der Vater. Ich bin für dich da. Zu mir kannst du kommen. Wenn König David betet und ob ich schon wanderte im finstersten Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist da. Du bist ja da. Ja? Und darum geht's, dass da einer da ist. Und wenn mir einer einen kennt, der einen Gott, der auch sagt, ich bin für dich da und der sich uns ganz verschenkt, ja, dann bin ich da sehr aufmerksam, aber ich glaube, was in diesem Lied steht, in einem Lied heißt, keiner ist wie du. Und da vertraue ich drauf. Und deshalb ist Jesus für mich mein Ein und mein Alles. Ja. Es ist übrigens so schön, in der Bibel steht, die 10 Gebote beginnen mit, ich bin der Herr dein, ich bin dein. Manche Psalmen beginnen mit, der Herr ist mein. Ich bin dein und du bist mein, das schreibt man unter Liebesbriefe drunter. Man ritzt es in Baumrinden und in Parkbänke. So schön, was für eine Liebe. Ich bin dein. Wenn du ein höheres Wesen hast oder Horoskope oder was weiß ich was, manche glauben ans Universum.
Schade. Ich bin da in Sehnsucht nach dir. Ja, ihr Lieben, ich bin über Jahre hinweg gemobbt worden in der Schule. Ich habe auch keine Grenzen gesetzt. Ich konnte das gar nicht. Ich habe dann irgendwann mit Kampfsport angefangen, weil mein Leben ein Kampf war. Und ich bin dann später in den Sicherheitsdienst gegangen, weil ich so Sehnsucht hatte nach Sicherheit. Ja, in Wirklichkeit war ich nur ein armer Kerl. Ja, also ich habe zwar als Personenschützer gearbeitet, da hätte es aber 10.000 bessere gegeben wie mich. Ja, aber ich habe ja schon mit 4, 5 Jahren gebetet, Muhammad Ali zu begegnen. Und vielleicht war das ausschlaggebend, dass ich 2002 auch mit Muhammad Ali unterwegs war. Und ich brauchte das ganze Zeugs, die schwarzen Gürtel im Kampfsport. Das war für mich, wenn ich der Welt sagen würde, so, jetzt habe ich einen schwarzen Gürtel, jetzt tut mir keiner mehr weh. So, ihr habt immer alle gesagt, der Stahl kann nichts. Ja, jetzt war ich mit Ali unterwegs. Bäh, und ihr, ja, ich muss es immer beweisen. Und ich habe auch in einem Buch vom Psychologen gelesen, dass 80% der sehr erfolgreichen Menschen nur einen einzigen Antrieb haben. Sie wollen es ihrem Vater zeigen. Gibt es so ein paar Klassiker. Sylvester Stallone, der hat immer kämpfen müssen. Immer muss der gibt es nur Filme, wo er kämpft. Sylvester Stallone schon bei Rosamunde Pilcher mitgespielt? Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 53, Rocky 154. Immer kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und Rambo 1, Rambo 33. Da muss den ganzen Tag muss er kämpfen. Ja, warum denn? Warum muss er denn immer kämpfen? Der hat öfters eine Trachtprügel bezogen. Da muss man kämpfen. Unter Arnold Schwarzenegger pumpen, 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 pumpen. Vielleicht, weil er von seinem Vater mit dem Gürtel verprügelt wurde. Ist das der Grund? Was hat denn Reinhold Messner angetrieben, auf dem Mount Everest zu steigen? Vielleicht, weil sein Vater gesagt hat, lern was Gescheites. Du gehst da nicht auf. So, jetzt geh erst recht, dir zeige ich's. Cristiano Ronaldos Vater war Schwerstalkoholiker. Michael Schanze, der Moderator, der früher 1, 2 oder 3, warum hat er dieses Bedürfnis, Kindern eine Freude zu machen? Als er ein kleiner Junge war, sein Vater war Pianist, der lag am Piano und hat seinem Vater zugehört, wie er Musik macht. Auch eines Tages hat sein Vater sich das Leben genommen, keiner weiß warum. Und es ist ihm ein Bedürfnis, Kindern eine Freude zu machen, die er nie hatte. Was ist deine Motivation? Was treibt dich an? Wem willst du es beweisen? In der Bibel steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Der Rest kommt automatisch. Ich muss es immer beweisen und beweisen. Ein sehr bekannter Mann in Deutschland, sehr bekannter Mann, über 80 Jahre, kam mal nach meinem Vortrag zu mir her, Tränen in den Augen, sagte, du, jetzt weiß ich, warum ich meine Karriere eingeschlagen habe. Jetzt weiß ich's. Und es hat mir heute Dinge eröffnet, hat er mir gesagt, und mein Vater ist gestorben und kann ich mal mit dir reden. Ja, ein Mann, den viele von euch kennen, wahrscheinlich alle. Und ach, ich liebe es, wenn Männer ihr Herz öffnen. Dieses Oberflächliche und ach, wie geht's uns heute? Und ja, und das Wetter und da. Ach, ja, auch nicht. Aber ich liebe tiefe Gespräche, so ans Eingemachte zu gehen. Ja, ich hatte ja früher auch immer eine Furcht vor höher gestellten Persönlichkeiten. Ja, also guck mal, normalerweise würden wir uns wahrscheinlich in einem Hotel heute treffen. In den Hotels, wo ich heute sprechen darf, da hat mein Vater früher Hausverbot gehabt. Selbst auf manche Feste durfte mein Vater nicht kommen, weil der stadtbekannte Säufer war. Aber ich bin sein Sohn. Und wenn der nicht rein darf, dann komme ich auch nicht rein. Ja, ich bin das Kind von diesem Mann. Und ich wollte es ihm immer beweisen, ich werde nie vergessen, ich habe auch als Vater versagt. Übrigens, unsere Söhne und Töchter wollen nicht den ganzen Tag PlayStation spielen, ja? Fragt mal eure Kinder und Enkelkinder, was ihre tiefsten Sehnsüchte sind. Die werden sie aber euch nur sagen, wenn du etwas von dir erzählst. Wisst ihr, was die Jungs wollen? Baumhäuser bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen. Im Garten Fußball spielen.
sind die einfachsten Dinge. Und wenn du da etwas aus deinem Herzen berichtest, ich habe schon Männer hier gehabt, die hatten die größten Streitigkeiten mit ihren pubertierenden Söhnen. Dann habe ich die Väter gefragt, hast du ihm Liebe ausgesprochen? Nein. Sage ich, darf ich dich mal was fragen? Hast du vor deinem Sohn schon geweint? Nein. Sage ich, hast du mal mit 16, 17 geklaut? Sage ich, ja, kam vor. Sage ich, hast du es ihm schon gesagt? Nö. Sage ich, hast du mal Liebeskummer gehabt mit 16, 17, 18? Ja. Sage ich, hast du es deinem Sohn schon erzählt? Nö. Sage ich, und du erwartest, dass er mit Peinlichkeiten, mit Schuld, Scham und Niederlagen zu dir kommt? Ehrlich? Das ist doch logisch, dass die kiffen. Ich verstehe das. Verstehen bedeutet nicht gutheißen. Ich verstehe das aber. Ich verstehe, dass die im Computer eine andere Siedlung bauen. Vielleicht kommen sie mit der Siedlung nicht mehr klar. Ich verstehe dich. Ich verstehe, dass mein Vater mich verprügelte. Er wurde von seinem Vater verprügelt. Ich verstehe, dass mein Vater mich nicht in den Arm nehmen konnte. Er wurde auch nicht in den Arm genommen. Und mein Opa war im Krieg und in Gefangenschaft und hat noch einer seiner Söhne verloren. Der kam nicht zurück von Gefangenschaft und hat Traumatherapie gemacht und Gesprächs-, Seelsorge, Stuhlkreis. Das hat er nicht gemacht. Ich war 18, als mein Opa starb. Kein einziges Mal hat er mich in den Arm genommen. Kein einziges Mal habe ich gesehen, dass er weint. Kein einziges Mal. Hätte ich heute noch mal die Chance, würde ich zu ihm hingehen, wahrscheinlich mit Tränen. Dann würde ich ihn in den Arm nehmen, wenn er es zulassen würde. Und dann würde ich ihm sagen, ich verstehe dich. Und ich liebe dich. Ich liebe dich. 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 Ich habe als Vater versagt. Mein Sohn wird heuer 27. Mein Sohn hat mich bis zu seinem 13. Lebensjahr kein einziges Mal weinen sehen. Ich habe nie von Niederlagen gesprochen, nie von Versagen, von Schuld, nie. Also wusste er nicht, wohin er mit Tränen, Schuld, Scham und Niederlagen gehen sollte. Mein Sohn hatte Suizidgedanken mit 13 Jahren. Manchmal machen wir die Dinge so komplex. Rede doch einfach. Reden miteinander, der größte Feind von Missverständnis und Streit. Heute macht man Facebook-Einträge und E-Mails und was weiß ich was alles und WhatsApp. Übrigens, wenn ihr streiten wollt, macht eine WhatsApp-Gruppe auf. WhatsApp-Gruppen eignen sich hervorragend für Streit. Die Welt hat ja noch nicht genug davon, von Missverständnis und Streit. WhatsApp-Gruppe, ja. Und schreib etwas Persönliches, da geht's ab, ja. Versuch in einem Standpunkt Recht zu haben. Übrigens mit Rechthaberei und Besserwisserei wurde noch kein Menschenherz berührt. Mit Liebe. Nur mit Liebe. Hey, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Und wenn der andere 1 Million Mal schuldig geworden ist an dir und du einmal an ihm, verzeih mir bitte. Boah. Ich habe damals, als ich Ali beschützte, habe ich einen Saufkumpan meines Vaters gefragt. Also der war auch Wirtschaftsprüfer. Ich kenne viele Wirtschaftsprüfer hier in der Ecke. Da habe ich den Wirtschaftsprüfer gefragt, sage ich, hat mein Vater mitbekommen, dass ich bei Ali war? Sagt er, ja. Sage ich, und er ist stolz auf dich. Sage ich, mir hat es nie gesagt. Und ich mache jetzt einen großen Sprung. 2006, es gehört sich halt so als Christ, da schenkt man was zu Weihnachten. Ich habe 2006 meinem Vater ein Rasierwasser geschenkt. Also wenn man nicht mehr weiß, was man schenken soll, einem Mann immer Rasierwasser. Rasierwasser, machst du nie was falsch, literweise, ja. Rasierwasser und so Weihnachtskekse, ja. Und ich habe dann 2 Wochen später im Januar 2007 meinen Vater getroffen. Er schreit quer über die Straße rüber, die alten Kekse kannst du in Zukunft selber fressen. Und ich habe zurückgeschrien, du undankbare Kerl, ich will nie wieder Kontakt mit dir haben. Aber heute weiß ich, was mein Vater mir sagen wollte. Weißt du eigentlich, dass ich jedes Weihnachten allein war? Dass ich so gern bei dir gewesen wäre, weil ich dich lieb habe. Das bedeutet es. Aber ihm hat keiner beigebracht, so zu sprechen. Und mir hat keiner beigebracht, diese Sprache zu verstehen. Also wenn Menschen dich beleidigen und anknurren, hör mal ganz genau hin, was sie dir wirklich sagen wollen. Und bevor du andere anknurrst und beleidigst, sag ihnen doch, was wirklich ist. Seht ihr, die ganze Welt ist momentan in einem Ausnahmezustand.
Und die Menschen artikulieren ihre Angst auf unterschiedliche Art und Weise. Wenn du heute zu einem Unfall dazukommst und da ein Opfer am Boden siehst oder schreiend durch Schock irgendwo hin und her rennen, du wirst doch niemals diesen Menschen beleidigen. Du wirst doch niemals versuchen, jetzt auch zu schreien oder sonst irgendetwas. Du hast Worte des Trostes, der Wertschätzung. Vielleicht sollten wir auch so miteinander umgehen in dieser Zeit. Dann hat halt jemand eine andere Meinung. Links, rechts, Mitte, geradeaus. Ist doch wurscht. Ich war mit so vielen Rechtsradikalen unterwegs. Da. Und dann liegen die Jungs mir mit Tränen in den Armen und erzählen mir ihre Geschichte. Wisst ihr eigentlich, dass die ganzen Gangs nichts anderes wie Familie ist? Ich habe mir mal eine Studie von Linksradikalen, die sagen immer Chaoten, ja, mal angeschaut, die in Hamburg alles zerlegt haben. Die hatten im Schnitt zu 90% keinen Vater zu Hause. Wisst ihr eigentlich, dass 90% der Prostituierten ohne Vater aufgewachsen sind oder mit Missbrauch und Gewalt? Und wir urteilen über Menschen. Wir teilen ein in die Abschaum, da linksradikal, rechtsradikal. Alle schreien, alle sind Opfer. Und wir haben den Auftrag, sie zu lieben. Wir sind, als Christ bezeichne ich mich, seht ihr, Jesus, sein Name übersetzt bedeutet Rettung. Ich gehöre zu ihm, ich bin Rettungsassistent. Wenn ihr Christen seid, seid ihr Rettungsassistenten. Und ich habe das Schreien meines Vaters, der so sehr nach Liebe geschrien hat, nicht verstanden. Ich habe ja auch nach Liebe geschrien. Und ich werde nie vergessen, ich bin meinem Vater dann 10 Monate aus dem Weg gegangen. Und eines Abends sehe ich meinen Vater wieder besoffen über die Straße laufen. Und in meinem Herzen war klar, der stirbt, der stirbt. Mach Frieden, aber ich habe keine Ahnung gehabt, ich bin Christ und wusste nicht, wie man Frieden macht. Wahnsinn. Ich habe gebetet. Ich konnte übrigens zu Gott, dem Vater, nie richtig beten bis zu diesem Zeitpunkt, weil was soll Vater? Was ist Vater? Was soll das sein? Sprich übrigens, wenn du mit Prostituierten arbeitest, brauchst du nicht über Vater sprechen, gell? Ja. Das ist nicht positiv besetzt, dieser Begriff. Und ich habe gesagt, Jesus, ich möchte Frieden haben mit meinem Vater. Ich habe ihn Erzeuger genannt, nicht mein Vater. Und eines Nachts habe ich geträumt, mein Vater wäre gestorben. Und mein Vater wohnte 140 Meter von mir weg in einer Wirtschaft. Gasthof zum Bärerwirt. Zimmer Nummer 5. Und es war der schwerste Weg meines Lebens. Oh, im Sicherheitsdienst wollten die Leute mich erschlagen, abstechen, alles. Der Mensch ist so kreativ, wenn es ums Quälen geht. Da hatte ich auch Angst. Aber zu meinem Vater zu gehen und Liebe auszusprechen. Das war, bis ich 37 war der schwerste Weg in meinem Leben. Und mein Verstand hat gesagt, du bist der größte Idiot, der größte Idiot, der muss doch zu dir kommen. Ihr wisst doch, die anderen sind immer schuld, du doch nicht, wir beide doch nicht. Die anderen sind schuld, aber nicht du und ich. Und ich hatte Angst. Und ich höre immer wieder von Christen, aber wenn man Christ ist, hat man doch keine Angst. Doch, doch. Es gibt ja Bundesliga-Christen und Kreisliga-C-Christen. Ich bin ja nur Kreisliga-C. Kann da nicht so mithalten. Ich hatte Angst, aber ich habe an diesem Tag etwas gelernt. Liebe ist eine Entscheidung. Da bin ich zu meinem Papa und er stand vor mir in Zimmer Nummer 5 und hat gesagt, ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und vergib du mir, vergib du mir. Nicht ich vergebe dir, das ist gefährlich. Da fragt er zurück, hey, was ist los? Was habe ich gemacht? Wieso du mir vergeben? Das habe ich ihm ja auch schon durch. Vergib du mir, keine Anklage. Vergib du mir. Mein Vater steht sprachlos in der Bude und fragt mich nach einigen Sekunden, warum kommst du zu mir? Sage ich, ich wollte dich immer verändern. Ich habe mich geschämt für dich. Damit ist Schluss. Ich liebe dich. Nicht, was du getan hast und tun wirst. Dich. Und da kommt mein Vater nach 37 Jahren her und packt mich hier am rechten Oberarm und sagt, ich habe dich immer lieb gehabt, Bub. Aber ich konnte es dir nie zeigen. An diesem Tag wurde ich Sohn.
Ich bin erst 14 Jahre alt. Und seht ihr, dieses Sohn-Sein-Wollen hing nicht davon ab, wie mein Vater reagiert, sondern es war meine Entscheidung. Ich habe damit gerechnet, dass mein Vater mich rauswirft. Seid ihr schon Söhne und Töchter? Ich habe meinen Vater geflucht. Im dritten Buch Mose steht drin, wer Vater und Mutter flucht, der wird sterben. Ja, ich bin gestorben, 37 Jahre. Das Bibelwort hat recht. Ich bin gestorben. Und dann steht aber auch in den Geboten, du sollst Vater, Mutter ehren, dann wird es dir gut gehen. Seit ich meine Eltern ehre, geht es mir gut. Ich nehme mich an. Ich habe in meinen Eltern gebrochen gehabt, es war in mir etwas zerbrochen. Ich bin ja von ihnen. Und dann hatte ich 2,5 Jahre mit meinem Papa. Und wir liebten uns gesund. Nie wieder habe ich zu ihm gesagt, hör auf zu saufen, nie wieder. Und wisst ihr, was der macht? Der hört auf zu saufen. Ich habe nie mehr gesagt, fang mal an zu beten. Da betet doch keiner, wenn du ihn aufforderst, kein einziger. Aber wenn die anderen sehen, was Gebet mit dir bewirkt, dann beten die von alleine. Und mein Vater wurde ein neuer Mensch und er versöhnte sich mit Menschen. Liebe liebt das Schöne in einem Menschen heraus. Ich habe den besten Papa gehabt auf der ganzen Welt, der er sein konnte. Der er sein konnte. Mein Vater, als er starb, habe ich ihm einen Tag vorher im Krankenwagen, habe ich das letzte Mal gesehen, habe ihm gesagt, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und habe ihn geküsst. Wisst ihr, und im offenen Sarg meines Vaters, da lag ich auf seinem Oberkörper. Wisst ihr eigentlich, was mir manche Menschen schon erzählt haben, dass sie bei ihren sterbenden Eltern auf dem Bauch lagen, wo sie davor noch gesagt, ich hasse meine Eltern. Quatsch. Hass aussprechen bedeutet, ich habe dich lieb. Ich habe mit Schwerstkriminellen gearbeitet, die haben mir gesagt, ich hasse meine Eltern. Und später haben sie mir gesagt, ich vermisse sie. Ich wurde geschlagen und sie haben getrunken und haben mich im Stich gelassen. Das steckt hinter, ich hasse dich. Diese Bockigkeit bedeutet, hey, ich hab dich lieb. Ich lag bei meinem toten Papa auf dem Bauch. Ich habe nach seinen Muskeln geguckt. Bitte vergesst nicht bei euren Söhnen, egal wie alt sie sind und wie studiert, das ist doch alles wurscht. Das sind deine Kinder. Du musst bei deinem Sohn mal die Muskeln prüfen. So, boah, Buh, hätte es ein Oberschenkel werden sollen. Ja, lobt eure Kinder, nicht wenn es zu spät ist. Erzählt von deinen Niederlagen. Und vergesst euch nicht, den Arm zu nehmen. Und das Letzte, was ich euch erzählen will, es geht ja um das Herz. Ich hoffe, ich habe diese Zeit noch. Habe ich noch die Zeit oder müsst ihr irgendwie ins Bett, wollte ich schon sagen, Mittagessen? Ich habe heute auch eine große Party. Meine Mama hat ja Geburtstag. Nee, die wohnt bei mir im Haus. Ja, aber jetzt seid ihr gerade eben wichtig. Ja, ihr seid wichtig. Ob es die Claudia ist, ob es der Rainer ist mit seiner Frau, die Theresa, der Michael, die Elke, es geht um euch, Andrea, Stefanie, Friedrich, es geht um euch, Winnie, es geht um euch geht's. Es ist gerade nichts wichtiger, es geht nicht darum, hier jemanden zu unterhalten, sondern vielleicht schnappt ihr heute noch euer Telefon und ihr werdet euch ins Höschen machen, ich garantiere es euch. Eure Kinder oder Eltern oder Geschwister anzurufen oder einen Arbeitskollegen, mit dem du dich gestritten hast. Der Teufel wird's dir ausreden, mach's ja nicht. Der wird dir Argumente liefern. Aber vielleicht haltet ihr heute noch Trauerreden. Viel kostbarer, solange die Menschen noch leben. Das Letzte, was ich euch erzählen möchte, ist, ich hatte vor fast genau 3 Jahren einen Herzinfarkt. Es geht heute um das Herz und da darf ich diese Geschichte nicht auslassen. Und zwar, ich habe eine Woche vor meinem Herzinfarkt gebetet, Gott, bring mein Herz in Ordnung. Aber ich habe das ganz anders gemeint. Der hat es irgendwie, der nimmt es immer so direkt und wörtlich, ja. Ich habe ja Ängste seit dem Unfall meiner Familie und ich habe 2010 so viele liebe Menschen verloren und da habe ich immer die Todesnachrichten kamen immer per Telefon. Jetzt habe ich seit 11 Jahren den Ton von meinem Telefon aus
Und da wollte ich Gott bitten, hey, nimm mir diese Ängste und mach mein Herz, bring es in Ordnung. Jetzt habe ich eine Woche später, am 21. Februar, einen Herzinfarkt gehabt in Tübingen, neben der Herzklinik. Also ich meine, wenn ein Herzinfarkt, dann da. Ja, also sensationell, ja. Und da habe ich einen Vortrag gehabt, und zwar bei Frauenfrühstück, da waren ungefähr 35 Frauen, da haben alle zwischen 70 und 87. Und mitten auf der Bühne wird mir schwarz, ich habe die Kontrolle verloren. Wenn du viel Gewalt erfahren hast und Verletzungen weitergegeben hast, brauchst du immer Kontrolle. Die Kontrolle abzugeben bedeutet, es läuft schief. Du gibst Menschen Macht, dir weh zu tun. Deshalb, ich sitze meistens auf Veranstaltungen immer hinten, damit mir keiner in den Rücken fällt. Ich übergebe zum Beispiel, wenn ich Auto fahre, nie jemand das Steuer. Ich will die Kontrolle haben. Sehr viele verletzte Menschen können, ich bin auch kein großer Vertrauensmensch. Ja. Ich muss immer die Kontrolle haben, ja, damit mir keiner wehtut. Und an diesem Tag habe ich die Kontrolle verloren. Mir ist schwarz schwer geworden und kann es keinem Menschen beschreiben. Und ich wäre fast gestorben und man hat mir gesagt, wenn ich eingeschlafen wäre und wäre kein Arzt da gewesen, wäre ich gestorben. Ja, auf jeden Fall kam ein Notarztwagen, ja, und die haben mich in die Klinik gefahren und ich habe gedacht, ich habe nur Kreislaufprobleme, ja. Und auf einmal bin ich in der Notfallaufnahme, die machen mich nackig. Und ich finde auch, ich bin nackig nicht der Hit, ja. Also ich finde mich jetzt nackig nicht so toll, ja. Und jetzt liegst du dann nackig, ich habe nur noch meine Socken angehabt. Und da rennen 3-4 Leute um dich rum, 2 Frauen noch und nicht nackig, ja. Und jetzt muss ich euch was sagen. Wisst ihr eigentlich, was man früher immer gesagt hat, warum man eine frische Unterhose anziehen soll? Die Alten haben früher immer gesagt, zieh dir eine frische Unterhose an, vielleicht kommst du mal ins Krankenhaus. Ja? Kennt ihr das noch, oder? Kennt ihr das, oder? Und an diesem Tag war ich gut vorbereitet, ja. Ja, also immer eine frische Unterhose. Ihr wisst nie, was ist, Leute, gell? Und da lag ich dann nackig. Und da kam ein Mann rein, ein Arzt, ja. Ich denke, er war Arzt, ich habe es nie überprüft. Ich habe den Mann nie wieder gesehen. Und meine erste Frage war, Sie, warum bin ich nackig? Da schaut er mich an und sagt mir, Verdacht auf Herzinfarkt. Und die Antwort hat mich gar nicht so schockiert, sondern meine zweite Frage war, ja, und für das muss man nackig sein, oder wie? Ja? Und dann sagt er, ja, na klar, hat er gesagt, weil wir legen jetzt hier ein Herzkatheter, wenn es hier nicht geht, dann über die Leiste. Und dann ist mir bewusst geworden, dann habe ich ihn gefragt, und wenn ich das nicht möchte, dann schaut er mich an und sagt mir, dann werden Sie sterben. Und dann gab ich einen Menschen, den ich nicht kannte, mein Ja. Ich gab ihm die Erlaubnis, mein Herz in Ordnung zu bringen. Das ist das Evangelium. Christus spricht, ich bin dein Arzt. Dann haben die mir diesen Herzkatheter gemacht, haben mir gesagt, Herzinfarkt, und dann hatte ich Angst zu sterben. Bin gleich fertig, 5-6 Minuten noch. Und in meinem Ort sind in den Wochen davor 4-5 Leute an Herzinfarkt, Herzversagen gestorben. Und ich hatte Angst zu sterben und haben mir einige Christen geschrieben, sie verstehen mich gar nicht, dass ich Angst hatte beim Sterben. Ich gebe es zu. Ich bin manchmal so ein Bündel an Angst und Versagen. Manchmal wache ich morgens auf und sage, Herr Jesus, da haben wir schon wieder das ganze Elend. Ich bin lebensunfähig. Wenn mein Leben was werden soll, musst du es machen. Ich kriege das mit dem Tag heute nicht hin. Du und ich, wir beide. Wir beide sind unzertrennlich. Wie dick und doof, wie Bonnie und Clyde, wie Schnipp und Schnappi oder keine Ahnung, Tim und Struppi. Wir beide gehören zusammen. Ja. Du und ich. Zu dir sage ich ja. Und ich gab meinem Jesus, ich habe gesagt, Jesus, ich will dich spüren, dass du da bist. Und ich habe ihn gespürt. Sei wieder Gänsehaut. Ich habe ihn gespürt. Und ich habe alles bereut. Nicht nur das, was ich falsch gemacht habe. Wisst ihr, was Sterbende am meisten bereuen? Die Dinge, die sie nie getan haben. Die Dinge, die sie nie getan haben. Ich habe eine Liebe damals empfunden, so unfassbar.
Und ich wünsche euch, bevor ich für euch bete, von ganzem Herzen, dass ihr die Dinge tut, die richtig sind. Es ist richtig, heute die Liebe auszusprechen. Es ist richtig, heute um Verzeihung zu bitten. Es ist heute richtig, Frieden zu machen. Egal wie die anderen reagieren. Hast du noch Kinder? Ruf sie heute noch an und sag ihnen, wie lieb du sie hast. Hast du Geschwister? Warte ja nicht. Auf was wartest du? Auf was? Ja, ihr Lieben, bevor ich bete, zwei Dinge noch. Meine Tochter, die ist 11 Jahre, die hat ja auch einen schweren Autounfall überlebt. Die hat mir vor 1,5 Jahren gesagt, Papa, du musst mit der Zeit gehen, du musst cooler werden. Ich komme ja auch mit diesen ganzen Begriffen, ich komme schon gar nicht mehr klar. Heute sagt man auch nicht mehr Turnen, Workout, heißt jetzt Workout. Heute macht man immer Workout, keine Ahnung. Performance, der Hausmeister heißt nicht mehr Hausmeister, der heißt Facility Manager. Da habe ich einen jungen Kerl bei mir, da habe ich mal gefragt, sag ich, was machst du für Ausbildung? Sagt er Office Administration Clerk Manager. Sag ich, was? Sag ich, der Büroangestellter. Ja. Also es wird immer komplizierter. Ich blicke. Sterbende haben übrigens eine ganz einfache Sprache. Ja. Ja. Und meine Tochter hat gemeint, ich soll mit der Zeit gehen. Und deswegen möchte ich sagen, es gibt einen YouTube-Kanal von uns. Ja. Michael Stahl-TV, da sind über 100 Vorträge drauf. Also wer da mal Lust hat, drauf zu schauen, gell, der darf das gerne. Und morgen Abend halte ich auch einen Vortrag über Zoom, wer da Interesse hat. Da kann meine Kollegin nachher unsere E-Mail-Adresse einblenden. Und zwar, ich habe viel mit Fußball zu tun. Ich werde morgen einen Vortrag halten zum Thema Tore, Titel und Tiefpunkte. Ja. Also wer sich für Fußball interessiert ein bisschen. Und natürlich, es geht natürlich um Gott, ja, der kann morgen sehr herzlich gerne dabei sein. Okay, ihr Lieben, jetzt sind ja hier noch Geschäftsleute da, habe ich gehört, die internationale Vereinigung Geschäftsleute, das einen Impuls noch. Ich habe einen Freund, der hat sich vor 2 Jahren für Jesus entschieden und der hat eine große Kette, so Einrichtungsfirma, 30 Filialen hat der. Als er Jesus kennengelernt hat, hat er sein ganzes Unternehmen umgekrempelt. Gell? Er hat an allen Türen, wo drauf steht Eintritt verboten, hat er ein Schild hingemacht, Eintritt erwünscht. Seit er Jesus in seinem Herzen hat, wird kein einziger Mitarbeiter mehr abgemahnt, kein einziger, weil abmahnen bedeutet, ich schieße auf ein Familienmitglied und es wird niemand mehr abgeschossen, hat er gesagt. Und er ging zu sämtlichen Angestellten und hat sie um Verzeihung gebeten für seine Fehler. Ja. Diese Firma wurde völlig revolutioniert. Gell. Die Leute, es war Wahnsinn, weil er hat gesagt, jeder Mensch hat im Prinzip mit 5 Menschen zu tun, einen engeren Kontakt. Und er hat 500 Angestellte, das heißt, er erreicht 2.500 Menschen und die 2.500 Menschen haben wieder 5 Menschen, mit denen sie zu tun haben. Das heißt, durch seine Veränderung werden gerade Tausende mit dieser Liebe beschenkt und ich wünsche euch auch, dass ihr diese Liebe in eure Firmen hineintragt und es ist keine Schwäche, um Verzeihung zu bitten und Menschen wertzuschätzen. Es ist Stärke, ja, zeigt dein Herz. So, ich würde gerne beten zum Abschluss, wenn es genehm ist und dann ihr Lieben, ja, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, ja, dass du meine kaputte, armselige Geschichte dazu verwendest, dass eventuell immer wieder ein paar Herzen berührt werden. Du hast uns versprochen, dass wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Ich bin für dich da, ist nun da. Und du siehst unser Herz. Du siehst das, was Menschen uns angetan haben. Du siehst aber auch unsere Schmerzen, unsere Bitterkeit und unsere Ängste. Und deshalb bitten wir dich, dass du unseren Mund segnest, damit wir heute noch die Dinge aussprechen, die richtig und wertvoll sind. Ich hab dich lieb oder ich liebe dich. Schön, dass es dich gibt. Oder ein Verzeih mir bitte. Segne bitte unsere Hände und Arme, damit wir Geborgenheit schenken und dass wir heute noch die richtige Telefonnummer eintippen. Segne bitte unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Segne bitte unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas. Und segne uns Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Fußpfleger und Frühstückszubereiter, der je gelebt hat, und Kardiologe aller Kardiologen,
Und ich segne euch, der Heilige Geist, der uns tröstet und uns verspricht, was immer auch kommt und wo immer du bist, ich bin für dich da, ist immer da. Amen.